So, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Together World of Warcraft. Heute mal nur zu zweit. Wir haben es sonst echt nicht mehr hinbekommen, irgendwo einen Termin zu finden, wo wirklich alle Zeit haben. Ja, das heißt, der Chrissy und ich und ein Gast im Hintergrund, wir machen heute mal wieder ein paar Innies und schauen, was wir so an Mobs verkloppen können und so. Der Gast im Hintergrund. Ja. Mal schauen, wie weit sich der hier noch einmischen wird, aber ja. Wir machen jetzt einfach weiter. Innis. Alter kann heute ja leider nicht. Na gut, vielleicht stößt er später noch dazu. Ich habe Skype mal im Hintergrund laufen lassen. Wenn er mich anschreibt, kriege ich es mit. Ja, mit seinem Dudu-Heal war er immer dabei, ne? Yep. Und weil wir jetzt heute keinen Heiler haben, wird es sogar vielleicht mal ein bisschen dauern, bis wir in die Innis reinkommen. 9 Minuten Wartezeit, oh weh. Okay, was machen wir in 9 Minuten? Dunkelmond-Jahrmarkt ist erst morgen wieder. Was können wir denn in 9 Minuten machen? Ich guck mir mal weiter Sets an. Yay, Chrissy macht wieder TZ-Kunde. Ja, diesmal vom Hexenmeister, oder wie? Keine Ahnung, die vom Hunter hatten wir ja schon alle durch und. Jo. Das müsste auch mal so ein Format werden, so Chrissys TZ-Kunde Teil 2. Heute der Hexenmeister. Machst es ähnlich wie Barlows Block. Das wäre eigentlich voll die Idee. Ich habe immer was gute Ideen, aber bei mir scheitert es dann immer an der Ausführung. Wenn es um YouTube geht. Beim Barbier. Ich mache jetzt einmal in der Zwischenzeit ein paar Haustierkämpfe mit ein paar Level 1 Viechern. Wir könnten uns ja parallel für PvP. Nee, das ist, ja, vergiss es, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade fragen, bist du sicher? Ja, PvP war noch nie meins. Also mit der Katze, da ist lustig. Miezekatze, om nom nom. Ich könnte natürlich einfach auch wieder über die Namen gewisser WoW-Charaktere schimpfen, wie zum Beispiel Silvermensch oder Dimp, was? Dimp, was? Ich kann es gar nicht aussprechen. Dimp, was? Oh, und ich dachte, auf der Rolle-Seite gibt es schon komische Leute, aber irgendwie, die alle Komische stoppen es Leute immer. gibt's überall. Pfadfinder des Irdenen Rings, Dungeon Meister, what the fuck? Warteschlange für den Kampf gegen Frostfürst Arun. Ach so, gibt es denn Oh, noch? die Haustierkämpfe hier geben sogar EP. Ja, werden ja wahnsinnig viel auf deinem Level sein, wo? Ja, gegen Level 1er Viecher kriege ich 1107 EP. Das ist im Vergleich zum Naja. Level 0,2% pro Kampf. Der Hexmeister, das sah schon eigentlich immer evil aus, ne? Ja, das ist ja auch immer der Zweck gewesen vom Hexenmeister. Das Böse sein. Ja. Na gut, ist die Elf sah scheiße aus irgendwie. T11, das war BDZ und PSA, ne? Jo. Ja, das T10 war wieder geil. Gut, das T9, ich weiß nicht, das war irgendwie bei jedem Leben. Ist der 8 mal wieder ins Geil. Wohoho.
Oh, hoffentlich kommt eine geile Indie, sagst du. Steinerner Kerl. Eine weitere Chance auf den Drachen. Ja, der Drache, den ich schon hab. Ja, du. Ewig kein Paladin-Tank mehr gespielt. Das muss ich kurz gucken. Wo hab denn ich meinen Schattenbrand hingelegt? Wie ich da festgestellt habe, hoppla, den habe ich auf die Maustaste gelegt. Da ist mir wurscht, ist tot. Ja, anscheinend ist er ihm wurscht. Mit der groben Fetten eingefallen. Die mit der Berufsschule. Ja. Irgendwas hat Akku gezogen. Ich weiß nicht. So, schon mal im Voraus. Ich habe hier einen Proc nach dem anderen, das ist gerade wieder schön. So muss das. Was haben wir für Leute dabei? Unser Heiler ist beim Bananas. Ja. Yeah. Ein Mage namens Ismirwurst. Und ein Dudu namens Kampfstern. What the fuck? What's wrong with you? Da ist mein Level up. GZ. Nehmen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Erholung. Ja, unsere Chars standen ja eine Weile in Sturm mit. Jupp. Ist ja ungefähr 2 Monate her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wenn nicht sogar ein bisschen länger. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben auf jeden Fall heute den 2. Juli. Zeit vergeht. LOL. Was das denn jetzt gewesen? 2% hat er noch. Meine Phrasen. Ach, was ist denn los heute? In der war mein letztes auch Time Walker, ne? Dann sind wir jetzt mal da gestanden. Batz, Wollt! Zwar mit Wille, aber vielleicht trotzdem was für dich. Lokomotivenhandschuhe. Nee, nicht wirklich. Ich bin jetzt 83, Mann. Das macht mich traurig. Ups, ja, pullt. Was hast du gepullt? Den dicken da hinten.
die zwei von der Tanke, die besten Jumper, die es gibt. Ja, ich spring jedes Mal bei seinem blöden Beben. Ja. Mit 84 habe ich keine neuen Skills bekommen, wenn ich mich täusche, ne? Nee, ich kriege auch nichts mehr bis Level 90. Ich krieg mit 84 mein Damage-CD. Ja, das ist dein 30% Crit-Buff. Jo. Ui, nett. Hast du noch nicht gehabt? Nee, die habe ich noch nicht gehabt. Und da sehe ich nur grüne Zahlen bei denen. Vor allem, weil meine alten noch aus Nordend sind. Ja, okay, gut. Wieso kann jetzt schon Legion anfangen haben? Weißt du, was ich noch so im Gefühl habe? Ich glaube, dass bei uns dieses Projekt irgendwie ein Dauerprojekt wird. Das kann gut sein. Ich hab gepult. Das kann ich gut. Aber im Raid passiert es mir nicht mehr so oft wie früher. Außer ich will weiter. Dann ist es mir so ein absichtliches Aus-Versehen-Pullen. Das absichtliche Aus-Versehen-Pullen. Der Klassiker. Er kommt dann übers ganz trocken. Ups. Ja, genau, gib mir nur noch Schildprox. So muss das. Waffe läuft gar nicht mehr ab. Schon wieder drei hintereinander. Kiki, weißt du, was der Hammer ist? Werkzeug. Ach, scheiße. Mit dem kriegst du mich nicht mehr. Den hat mir der Dwayne viel zu oft verzeiht. Wahrscheinlich. Ihr habt den gleich. Hab schon richtig Teil drauf gemacht. Du Schlawiner, du. Ja, ich weiß noch, als ich neulich mit Alter hier mal einen Char hochgelevelt habe, an der Stelle hier den ganzen Raum gepult. Ich habe mit meinem Todesritter-Tank ziemlich alle CDs gezogen, die ich hatte, am Schluss trotzdem gestorben. Aber. Tja. Aber mindestens 2 Minuten überlebt. Das, obwohl der ganze Raum auf mich eingedroschen hat. Ja, und wir schaffen es hier schon wieder, alles zu pullen. So, der kommt jetzt auch noch dazu. Und irgendjemand fängt schon wieder das Looten an, obwohl wir hier mitten in diesem riesen Chaos sind. Das war nicht ich, das würde ich niemals tun. Wenn wir hier nicht wipen, würde es mich jetzt wundern. Ach, das ist doch easy. Ist doch schon alles kaputt. Ja, jetzt bin ich auch tot. Thank you.
Gesundheitssteine vor Wien. Na ja gut, wenn die hier wieder den ganzen Raum pullen, dann kann ich da auch nichts mehr machen. Ich frage mich sowieso, wie sie das jedes Mal schaffen. Ich rette, ich habe Seelenstein gemacht. Da ist man doch eh gleich wieder da. Na dann rette ich nicht, dann lass ich ja liegen. Ich meine, da gibt's so einen schönen Teleporter, der bis zum zweiten Boss bringt. Naja, aber ich habe schon jemanden, der da einfach liegen bleibt. Eigentlich dürfte ich ihn gar nicht retten. Lol, von der einen Trash-Gruppe ist genau die eine Wichtelmeisterin stehen geblieben oder der Listbeschwörer da. Ja, es waren bloß noch Wichtel da. Und die zwei Dicken da hinten. Irgendwo. Ah, gibt's einen Seelenbrunnen. Alter, nervt der Boss, der ist Ed. Ja, die sind zum Nerven gemacht worden. Ich bin ein schlechter Tänzer. Damals im Kindergarten dachten alle, ich heiße Waltraud. Oh, der Dicke kommt. Da ruft schon wieder jemand an bei mir. Telefon. Gut, dass meine Mom hingegangen ist. Mama! So, jetzt gehen wir mit Osruk aufs Maul. Der nervigste Boss aus ganz Kalter. Dabei glaube ich, haben sie den sogar noch mal genervt. Nervig im Sinne von dem, was er die ganze Zeit sagt. Ja, das sowieso. Was macht die Katze eigentlich, dass sie von dem jetzt Schaden bekommen hat? Das frage ich mich auch. Ich meine, da kriegt man nur Schaden, wenn man direkt vor ihm steht. Damage-Zone, ey. Da ist ein nettes Trinket für dich. Die Ratten ist vergraben in Dunkels. Oh, wie böse. Wenn man so viele Mobs hat, dann kriegt man Dauerprox fürs Schild des Rächers. Da ist der Hammer geflogen. Das ist voll der Hammer. Die Welt
Welt wird aus Flammen neu entstehen. Die Katze, Mann. Die Katze hat es jetzt geschafft, dass der Boss resettet wird. Irgendwie. Keine Ahnung, wie die das jetzt geschafft hat. Mal hoffen, dass der Boss jetzt gleich wieder auftaucht. Ja. Die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Yay, ich hab schon wieder Lags. Wie ich das liebe. Yep, das ist ein Disconnect. Connection lost. Connected. Ich liebe Disconnect. Da bitte, was? Ja, du stehst doch in der Luft irgendwie. Das sieht sehr spooky aus. Ich mache einen Screenshot. Nein, jetzt ist er. Da steht noch oben. Seht, die neue Heiligkeit kann bei Kiel wieder verliehen. Wie er halt in der Luft steht. Ja. Weil ich's kann. Ich seh's zwar nicht mal, aber ich kann's. Ja, ist auf jeden Fall sehr geil. Jetzt bist du weg. Ah nee, da stehst du noch. Ups. Stehst du noch in der Luft. Jetzt ist er runtergefallen. Und nochmal runtergefallen. Was haben wir denn da? Ausdauer-Trinket. Das Bonusrüstung gibt. Ja, das nehmen wir mal mit. Schildhand mit Int. Na dann, auf. Ein Level noch, dann sind wir raus aus Kauter. Ja, du hast 84 erreicht, okay. Das ist schön. Dann geht's nach Viva la Pandaria.